Motorschaden, Herz. 300.000 Euro Rentenleistung für Softwareanalyst. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise, ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbslosenrente. Unser Mandant ist Elektroingenieur, war als Prozessanalyst in einem großen norddeutschen Tech-Unternehmen angestellt. Beruflicher Erfolg. Hohes Einkommen wurden natürlich mit einem hohen Aufwand erkämpft. Auch im privaten Leben stellte unser Mandant höchste Leistungsansprüche an sich, Bruder und Geist, in Form von sportlichen Extremtraining mit jährlichen Events. Vor einigen Jahren begann ein schleichender Prozess der psychophysischen Leistungsminderung, den er anfänglich mit erhöhter Willensanspannung kompensierte. Für ihn unerwartet, weil dennoch immer noch extrem leistungsfähig, stand aus heiterem Himmel plötzlich eine Herz-OP an. Schon diese verlief nicht ohne Komplikation. Nachdem er glaubte, alles überstanden zu haben, begann die eigentliche Odyssee. Unerwartet zeigten sich lebensbedrohliche Komplikationen. Mit der folgenden Not-OP retteten die Ärzte sein Leben. Die erlebten Komplikationen, körperliche Folgen, führten zu existenzieller Lebensangst. Mit ein wenig Glück und aufgrund seines dennoch robusten, guten Zustandes konnte er die Folgen der Operationen überwinden. Seine Seele erholte sich nicht so gut. Die konsultierten Fachärzte stellten eine komplexe Gemengelage aus Traumafolgestörung und reaktiv entstandener schwerer Depression mit Angst- und Panikstörung fest. Endlich, nach einem Jahr, fasste er wieder Mut und suchte sich Hilfe zur Ordnung seiner wirtschaftlichen Situation. Aufgrund seines Wunsches nach umfänglicher Entlastung im Verfahren entschied sich unser Mandant für unser Sorglospaket. Wir begannen mit der medizinischen Bewertung seines Gesundheitszustandes unter Verwendung der Krankenhausentlassungsberichte, Befund- und Behandlungsberichte. Unsere erste Einschätzung ergab Erfolgsaussichten für eine gesetzliche Frührente von ja, mindestens 40-60. Die behandelnden Ärzte empfahlen dann aufgrund der Schwere der Symptomatik noch einen klinischen Aufenthalt. Wir bestärkten unseren Mandanten ausdrücklich, dieses Angebot aus medizinischen und rentenrechtlichen Gründen wahrzunehmen. Eine detaillierte Beratung vorab sollte dazu führen, dass der von uns gestellte Rentenantrag dann auch planmäßig zur Erwerbsminderungsrente führt. Nicht immer klappt das im ersten Anlauf. In diesem Fall schon. Der Rentenbescheid wurde nach Ablauf von 4 Monaten nach Antragstellung erlassen. Sowas geschieht trotz unserer guten Vorbereitung meist nicht so schnell. In diesem Fall konnte allerdings ein langwieriges Widerspruchsverfahren vermieden werden. Bis zur Regelaltersgrenze könnte unser Mandant daher insgesamt 300.000 Euro gesetzliche Rente für insgesamt 11 Jahre erhalten. Zukünftige Rentenerhöhungen, weitere Risikoabsicherungen lassen ihn jetzt erstmal beruhigter in die Zukunft sehen. Aber eigentlich will er wieder arbeiten. Sollten auch Sie Fragen zum Inhalt des Sorglospakets, Coaching-Programms oder eine Antragstellung haben, schreiben Sie uns gerne unter anfrage@rentenbescheid24.de oder besuchen Sie uns auf unserer Seite www.rentenbescheid24.de. Vielen Dank, dass Sie uns folgen und sich bei uns informieren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Frank Weise von rentenbescheid24.de.